Little Big Soldier ist wahrscheinlich nicht der schlechteste Film, den Jackie Chan jemals gemacht hat. Sein 99. Streifen ist allerdings, muss ich leider zugeben, einer der uninteressantesten von ihm, die ich bis jetzt gesehen habe. Dafür, dass Jackie Chan an dem Projekt so stark involviert war, dass er produziert hat, geschrieben hat, choreografiert hat, Hauptrolle übernommen hat und so weiter, nützt der Film von Jackie Chans Talenten eigentlich so gut wie gar nichts. Die Comedy kommt viel zu selten, ist viel zu peinlich und unlustig. Die Kampfszenen sind auch nicht gerade extrem häufig. Akrobatische Kampfeinlagen sind ziemlich selten, weswegen Jackie Chans Rolle in dem Film mehr oder weniger austauschbar bleibt. Es ist ein netter, gut ansehbarer, mehr oder weniger durchschnittlicher asiatischer Actionfilm, aber für Fans von Jackie Chan, und dazu zähle ich mich, wahrscheinlich mehr oder weniger eine Enttäuschung.